und schauen und schauen. Ganz versunken in den Anblick, den Geruch, den zarten Atem, das Wunder. Versunken ins Schauen, in den Augenblick. Ich denke an meinen ältesten, damals 16-jährigen Sohn, der sich, als endlich Ruhe einkehrte, wenige Stunden nach der Geburt unseres jüngsten Sohnes, in der anbrechenden Dunkelheit, an seine Wiege setzte und einfach nur schaute. Selbst vergessen, die Zeit vergessen, schaute. Im Refrain eines Liedes beschreibt Reinhard May: Abends an deinem Bett zerrinnt das Wichtige zur Nichtigkeit. Ratlos und voller Dankbarkeit stehe ich vor dir und ich empfind so etwas wie Demut, mein Kind. Demut gehört zum Schauen dazu. Absehen von mir selbst. Ehrfürchtige Achtsamkeit vor dem Leben und der Einmaligkeit eines Menschen. Daran erinnere ich mich, wenn ich an das Motto des dritten ökumenischen Kirchentags denke. Schaut hin! Schaut hin heißt für mich in diesem Kontext, mit Demut auf Glaubende anderer Konfession schauen. Ohne Überheblichkeit, ohne Besserwisserei, ohne Exklusivitätsgedanken. Ratlos auch, weil manches so mühsam ist und lang dauert, weil kirchliche Strukturen heilsames Miteinander verhindern. Schaut hin, ehrfürchtig auf die Vielfalt, Verschiedenartigkeit und Buntheit des Lebens. Voller Dankbarkeit für den Glauben und das Leben, die wir nicht aus uns selber haben, die uns geschenkt sind und uns miteinander verbinden. Diese Art des ehrfürchtigen, achtsamen, selbstvergessenen und dankbaren Hinschauens scheinen mir ein wichtiger Schritt für ein neues Verstehen und Verständnis füreinander und für ein ermutigtes Handeln für das Reich Gottes in dieser Welt. Jetzt. Schaut hin!